Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu F1 2011. Wir sind hier beim 15. Rennen der Saison in Japan, in Suzuka. Und beim letzten Mal waren wir in Singapur, dort hatten wir jetzt nicht das geilste Rennen. Also hoffe ich, dass wir uns hier besser anstellen können. Japan ist auch wieder eine Strecke, die ich mag. Also ich muss sagen, so zum Ende der Saison kommen immer. Also irgendwie ist das so, dass dort die cooleren Strecken sind, meiner Meinung nach zumindest. Aber ja, wir sind hier in Japan, in Suzuka. Wir werfen nochmal kurz, wie immer, einen Blick auf die. Auf den WM-Stand. Und zwar führt Alonso dort momentan, er hat die Führung übernommen nach dem letzten Rennen. Wir sind auf Platz 2 mit 14 Punkten Rückstand. Und wie viel ist das? 22 Punkte hinter uns ist Vettel, glaube ich zumindest. Außer meine Mathe versagt hier komplett, das kann sein. Man weiß es nicht. ja, auf jeden Fall, ne, haben wir ordentlich was zu tun, wenn wir Alonso einholen wollen. Wir haben noch 5 Rennen in der Saison mit diesem hier. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem Training hier in Japan. Hi, da kommt ja schon wieder damit. Naja, Leute, hier sind wir auf jeden Fall in der Garage vor dem Training. Und ja, ich habe mir überlegt, das jetzt für die letzten Rennen so ein bisschen ernster zu nehmen mit dem Setup. Und nein, das. Ach komm, halt's Maul, jetzt erklärt er mir hier irgendwas. Ich hoffe, dass, ne, man mich trotzdem verstehen kann, weil der labert da im Hintergrund. Und zwar habe ich im Internet so eine Seite gefunden, wo solche Setups sind. Vielleicht verlinke ich euch die unten auch mal, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich denke ich nicht dran. Ja, weil ich da immer ziemlich vergesslich bin. So, ich hau mir hier mal kurz das Setup rein und dann zeige ich euch das ein bisschen. Das werde ich jetzt für die letzten Rennen immer so machen, weil ich will unbedingt diese WM gewinnen. Wir haben noch nie zusammen in einer Karriere die WM gewonnen. Und ja, ich will das unbedingt hier jetzt schaffen. So, Leute, ich habe jetzt alles fertig eingestellt. Ich zeige euch das einfach mal kurz, falls ihr ja das Spiel irgendwann nochmal spielen solltet. Dann könnt ihr das Setup ja benutzen, wenn ihr wollt. So, hier noch die Aufhängung. Das Getriebe ist ziemlich hoch eingestellt, aber ja, das ist auch. Ne? Verständlich, weil wir brauchen hier auf jeden Fall den Topspeed in Japan. Genau, bei den Motoren sind wir jetzt. Okay, ich glaube, wir haben noch 4 Motoren mit 98% und der Rest ist schlechter. Das heißt, in irgendeinem Rennen werden wir noch ein bisschen einen schlechteren Motor benutzen müssen. Ja, ich weiß allerdings nicht in welchem, weil alle Strecken, die wir noch haben, ja, da braucht man den Motor auf jeden Fall. Aber, naja, Leute, wir werden sehen. Wir haben übrigens auch kein Entwicklungsziel im Training. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 2 Minuten eurer Lebenszeit verschwendet mit diesem Gelaber hier. Und ja, wir machen direkt weiter mit dem Qualifying. So, Leute, und los geht's auf unsere erste fliegende Runde. Ich bin gespannt, was wir hier so reißen können. Ich werde mich schon gerne so innerhalb der Top 10 qualifizieren. Und ja, von dort ist ja dann alles möglich im Rennen. Aber wir müssen auf jeden Fall anfangen, Punkte auf Alonso gut zu machen. Weil, ja, 14 Punkte, das hört sich nicht viel an, aber ich meine, er wird ja auch weiterhin Punkte dazu bekommen. Ist ja nicht so, als wäre er auf einmal nicht mehr da. Von daher, ja, müssen wir jetzt schon ordentlich Gas geben, wenn wir diese WM noch haben wollen. Oh! Ah, scheiße. Komm, bremst doch! Ich war die ganze Zeit auf der Bremse. Er bleibt einfach nicht stehen. Okay, das war schon mal ein Fail, ne? Ach! Was? 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 Genau! Alles klar, alles klar! Was? Was? Wir sind disqualifiziert! Oh mein Gott, ich komme gar nicht klar auf mein Leben! Ich. Nee. Nee. Was soll ich denn machen? Das war doch genau das gleiche beim letzten Rennen schon, dass wir eine Strafe. Wir wurden nicht. Was soll ich denn machen? Ich muss doch irgendwie zurück. Was erwartet dieses Scheißspiel denn von mir? Was? Ich muss mich doch irgendwie umdrehen. Was? Was? Leute, was ist das? Genau das gleiche war in Singapur auch schon. Also, da haben wir auch. Komm, was ist denn los? Und was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich. Also, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Meiner Meinung nach nichts. Ich. Ey, das ist so ein Witz, ne? Dieses Spiel. Wieso? Lass mich raten, Alonso ist auf Pole. Ach komm, Mensch. Warum? Was ist das? Das
heißt, wir werden jetzt gleich das Rennen starten. Und ich habe noch keine einzige Runde auf dieser Strecke gefahren. Dazu kommt noch, dass wir letzter starten. So Leute, hier sind wir in der Startaufstellung und wir werden wieder einmal letzter starten. Das kam in dieser Saison schon viel zu oft vor und auch öfter schon durch solche... Ne, ich werde versuchen, nichts mehr dazu zu sagen, weil ich eigentlich nichts dazu sagen will. Aber, naja Leute, da kommen die 5 roten Lichter und wir brauchen, wie schon in Singapur, ein kleines Wunder. Aber, naja, mal gucken. Ich bin noch keine einzige Runde auf dieser Strecke gefahren, aber es geht auf jeden Fall schon los. Hier beim großen Preis von Japan. Okay, wir sind sehr gut weggekommen. Warum wackeln alle so hin und her? Okay, nice. Direkt unser Frontflügel weg, oder? Nee, okay. Okay, alles gut. Ich komme gerade irgendwie nicht klar, weil alle so komisch langsam fahren. Aber so ist das eigentlich eben. Na, willst du mich verarschen, Alter? Wir starten übrigens wieder auf den harten Reifen, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Also wie schon in Singapur. Und ja. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Rennen, ohne Scheiß. So, innen vorbei an Liuzzi und D'Ambrosio ist das, glaube ich. Okay, sehr schön. Damit haben wir fast schon alle die von den ganz langsamen Autos überholt. Das ist wichtig, weil die sind pro Runde immer, keine Ahnung, 3 Sekunden langsamer als alle anderen. Also es ist nicht so geil, hinter denen stecken zu bleiben. Mal schauen, ob wir Kati Kean, den besten Fahrer der Welt, hier auch gleich noch kriegen. Okay. Nice Untersteuern oder was auch immer das war. Wahrscheinlich ist das auch einfach nur, weil ich zu unfähig bin und diese Strecke, ja, noch gar nicht gefahren bin heute, ne? Also, was soll man erwarten? So, jetzt durch 130R, mal schauen, ob wir... Na, okay, man kann sie nicht ganz Vollgas nehmen. Aber, ja. Irgendwie sind wir vorbeigekommen an Kati Kean. Nice, Leute. Vor auf Platz 18 nach einer Runde. Also, immerhin. Aber Leute, wir sind jetzt im Windschatten von Barrichello. Mal gucken, ob wir ihn vielleicht in diese Kurve überholen können. Die kann man eigentlich nicht überholen, aber... Oh, okay, das war sogar gar nicht mehr so schlecht. Aber er kommt innen vielleicht wieder zurück. Nein, er schafft es nicht ganz. Okay, Leute, vor auf Platz 17. Und wir sind jetzt direkt hinter unserem Teamkollegen. So, innen vorbei an Sutil. Das sollte eigentlich kein Überholmanöver werden, aber er war ziemlich langsam. Okay, wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir müssten jetzt vorbeikommen im Windschatten. Oh, Alter. Was geht? So, mal gucken. Vielleicht wieder innen vorbei, wie an Barrichello vorhin. Ja, nein, das wird nicht reichen, weil ich zu spät gebremst habe wie so ein Affe. Oh, Sutil! Ui, da war der langsam durch diese Kurve, aber jetzt innen vorbei und... Ja, komm, wir lassen ihm einfach keinen Platz. Okay, und vor auf Platz 16, Leute. Ich muss sagen, das ist eigentlich nicht gut, wenn man... Ja, 3 Runden braucht, um auf Platz 16 vorzukommen. Das ist überhaupt nicht gut. Und Alonso führt das Rennen auch an. Das macht das Ganze natürlich noch besser, ne? Oh, Maldonado und... Wer ist das? Heidfeld sind ziemlich langsam und wir gehen innen vorbei an Maldonado und auch an Heidfeld. Ja. Oha. Okay, das war sehr aggressiv natürlich, aber wir sind vorbeigekommen, Leute. Nice. Und es sind auch schon welche an der Box, sehe ich gerade. Und wir haben DRS bekommen, okay. Alles klar. Und wir sind dadurch jetzt vor auf Platz 11, okay. Oh, fuck. Das war schlecht. Dadurch ist Maldonado jetzt neben uns. Aber er kommt nicht vorbei. Okay, Leute. Wir sind am Ende von Runde 5 und kommen an die Box. Und werden uns jetzt die weichen Reifen holen. Das ist eine Runde früher als geplant, aber... Ja, ich denke, wir müssen einfach ein bisschen aggressiv sein, wenn wir hier noch nach vorne kommen wollen. Und ja, logischerweise, wenn wir länger die weichen Reifen haben, ist das ein bisschen aggressiv. Aber, ja, sowas müssen wir halt machen. Okay, 4,6 Sekunden, das ist nicht gut, aber wir sind immerhin vor Maldonado geblieben. Und mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Aber ich glaube, wir haben ordentlich Plätze gut gemacht dadurch sogar, oder? Könnte das sein? Ja, Platz 14. Ja, Platz 14, okay. Also ich glaube nicht, dass wir vorher 14. waren. Das ist sehr gut, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt so in der Mitte von Runde 7 und alle, die vor uns sind, haben schon gestoppt. Das heißt, das könnte eventuell leider das erste Rennen in dieser Saison werden, in dem wir keine Punkte holen. Ich werde alles geben, um noch ein paar hier einzuholen. Die weichen Reifen sind auch deutlich besser als die harten, also das merkt man richtig. Ja, ich hoffe, es reicht, dass wir... Ja, damit, ne? Es reicht, um ein bisschen... Keine Ahnung, ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, wir können ein paar Punkte wenigstens mitnehmen. Das wäre nice. Okay, Leute, wir sind direkt hinten dran an Buemi. Wir werden DRS haben. Und ziehen innen ganz einfach vorbei. Okay, Platz 13 ist das jetzt. Und schnellste Runde, Leute. Wir sind auch direkt dran an Al-Ghazouari hier.
Und wir machen das gleiche wie letzte Runde mit seinen Teamkollegen. Innen vorbei. Und ja, vor auf Platz 12. Und die schnellste Runde zeigt halt auch, dass wir die Pace eigentlich haben, aber... Ich weiß nicht, dieses Qualifying hat es halt echt kaputt gemacht einfach. Weil Japan ist jetzt zum Überholen nicht die geilste Strecke. Nice, abkürzen. Das ist vielleicht nur so eine Ausrede, so ein bisschen, klar, aber... Ja, man kann hier wirklich nicht so gut überholen und... Oh, fuck. Und ja, das Qualifying hat es halt echt kaputt gemacht. Und ich verstehe das auch nicht. Also denkt ihr, diese Disqualifikation war gerechtfertigt? Ich finde nicht. Ich fand das lächerlich, aber... Ja. Okay, Leute, wir kommen auf die letzte Runde. Und das wird jetzt richtig spannend, weil direkt vor uns sind ein paar Autos. Wenn wir die noch kriegen könnten, dann wären das immerhin ein paar Pünktchen. Und die können am Ende helfen. Oh, aber ich höre am besten jetzt auf zu reden, weil sonst fahre ich immer so schlecht. Das gibt's gar nicht. So, innen vorbei. Das war mega aggressiv, aber das musste sein. Okay, Leute, die letzte Schikane. Ich glaube nicht, dass noch was wird mit einem Punkt wenigstens. Nee, vor allem, weil ich die Schikane jetzt auch noch verkackt habe. Ah, das ist... Ah, das ist belastend. Das tut richtig weh irgendwie gerade. Na, Spaß, aber nee, das ist echt... Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, das ist irgendwie so ein bisschen kacke, ne? Ich meine, wir haben 13 Positionen gewonnen. Das ist... Ja, halt's mal. Halt's mal. Ja, Alonso wird jetzt mit 24 Punkten führen, wenn ich richtig rechnen kann. Ja, das kann ich anscheinend. Ah... Das ist nicht das, was man sehen will, wenn man nur noch 4 Rennen... Halt die Fresse, Alter. Ohne Scheiß. Das ist nicht das, was man sehen will, wenn man nur noch 4 Rennen zu fahren hat in der Saison. Ich, für mich, das ist einfach, für mich ist das Betrug. Klar bin ich nicht perfekt gefahren, das ganze Rennen. Und Punkte wären vielleicht drin gewesen, aber... Dass man disqualifiziert wird für sowas, das ist meiner Meinung nach absolut lächerlich. Also... Allein dafür eine Strafe zu... Was soll ich denn machen? Ich meine, man steht da halt und man muss ja irgendwie wieder zurück auf die Strecke. Und das Spiel erlaubt es einem anscheinend nicht. Das ist genau das gleiche wie schon in Singapur. Und das hat uns definitiv auch in Singapur ordentlich Plätze gekostet. Also, weiß nicht, anscheinend will das Spiel irgendwie nicht, dass man in der ersten Saison hier Weltmeister wird. Aber, naja. So ist das. Ich meine, wir können ja mal kurz uns das durchrechnen. Wenn wir jetzt alle von diesen 4 Rennen gewinnen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber dann, ne, würden wir... 28 Punkte mehr holen als Alonso, wenn er immer Zweiter wird. Wenn ich nicht komplett irgendwas verkackt habe gerade. Ja, 7 mal 4, ne? Weil der Abstand zwischen Platz 1 und 2 sind 7 Punkte und ne, 4 Rennen, also mal 4 ist 28. Also ja, dann wären wir Weltmeister, aber ich bezweifle einfach mal, dass das passieren wird. Na Leute, genug gelabert. In der Konstrukteurs-WM sind wir weiterhin auf Platz 4. Ich denke auch nicht, dass sich daran was ändern wird. Und ja... Das war's, Leute. Beim nächsten Mal sehen wir uns in Korea oder in Indien, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und ja, da müssen wir jetzt eigentlich fast einen Sieg holen. Wir müssen jetzt wirklich alles geben. Ich wollte auch jetzt schon alles geben, aber das Spiel ist halt einfach... Ne, das ist halt ein Witz. So. Ich verstehe das echt nicht. Also ich stelle mich jetzt nicht so dumm, sondern... Ne, normalerweise, wenn man disqualifiziert wird, dann kann man ja sagen, okay, ich habe es mir verdient. Aber sehe ich eigentlich jetzt nicht so. Naja, Leute. Danke fürs Zuschauen trotzdem. Ich hoffe, dass dieses Rennen gefallen hat. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal bei Part 16... In Korea oder in Indien. Haut rein, Leute. Vielen, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Und ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light.